Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Trading-Tipp. Und ihr habt ja hoffentlich das gestrige Video gesehen. Da habe ich einen der besten Sniping-Filter im Moment rausgehauen. Das Ganze, beziehungsweise die Sniping-Filter, die ich euch jetzt zeigen werde, die werden nur bis 18 Uhr funktionieren, denn bis dahin ist eben diese Squad-Building-Challenge draußen. Und deswegen rate ich euch wirklich, diese drei Sniping-Filter, die ich euch jetzt zeige, bis 18 Uhr anzuwenden. Der erste Sniping-Filter ist einfach Barclays Premier League, dann Frankreich und dann einfach ersnipen. Die sind circa 1000 Münzen wert und ihr bekommt die da wirklich sehr, sehr günstig. Den hier haben wir für 800 bekommen, stellen wir für 1000 Münzen rein und dann haben wir hier gleich einen Mega-Deal gemacht. 400 Coins zahlen wir für den hier und können ihn eben 600 Coins teurer reinstellen. Das heißt, wir verdoppeln unsere Coins sogar und das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Und ich möchte mich auch nochmal wirklich bedanken für das heftige Feedback auf das gestrige Video. Es sind im Moment der Aufnahme schon über 170 Daumen nach oben und das ist einfach nur krank. Deswegen vielen, vielen Dank für euer Feedback. Und ja, dann haben wir hier noch einen Linksverteidiger aus der Barclays Premier League, eben einen Franzosen bekommen. Und der ist natürlich mehr wert, denn Außenverteidiger sind an sich bei Squad-Building-Challenges immer mehr wert. Das kann ich euch auch mit auf den Weg geben. Und ja, der zweite Sniping-Filter sind dann einfach Rechtsverteidiger aus der Barclays Premier League. Wieso sind die im Moment so viel wert? Das liegt einfach daran, dass eben diese Squad-Building-Challenge draußen ist und da viele die Barclays Premier League verwenden und deswegen auch Rechtsverteidiger brauchen. Und ja, da snipen wir uns die Spieler auch einfach hier direkt einen für 300 Münzen bekommen. Den stellen wir dann für 400 Münzen rein. Das ist natürlich jetzt nicht der größte Gewinn, aber die Masse macht aus. Also wenn man da, wie gesagt, wenn man da irgendwie 10 Mal das macht, dann hat man da schon 1000, 2000 Coins oder so. Also das geht schon ziemlich flott, muss man sagen. Und ja, hier haben wir nämlich einen für 200 gekauft, den können wir für 450 Münzen wieder reinstellen. Dann hier direkt der nächste für 200 Münzen und den stellen wir einfach auch für 450 Münzen auf den Markt. Also das sind immer so 250 Münzen Gewinn und das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dann machen wir hier weiter mit dem letzten Sniping-Filter und das sind linke Mittelfeldspieler aus der Barclays Premier League. Und zwar sind die circa 650 bis 700 Münzen wert und wir snipen sie uns für unter 450 und hier haben wir direkt den ersten bekommen und zwar für 400 Münzen haben wir den gekauft und den stellen wir für 650 Münzen rein, also wieder ein guter Deal. Und ja, der allerbeste Sniping-Filter, also aus diesem Video, ist auf jeden Fall der erste mit den Franzosen, aber da ist es auch am schwierigsten, die Spieler zu bekommen, weil das auch die meisten machen werden. Von dem her kann ich euch auch nur raten, diese zwei Sniping-Filter, die ich euch eben jetzt gezeigt habe, mit dem rechten Verteidiger und den linken Mittelfeldspielern zu machen, denn das machen nicht allzu viele und die sind nicht allzu bekannt, deswegen funktioniert das jetzt auch noch ziemlich gut. Und ja, das Ganze funktioniert wie gesagt nur noch bis 18 Uhr, also macht das wirklich schnell, sonst hat es keinen Sinn mehr für euch. Und ja, dann war es mit dem Video. Mich würde es freuen, wenn ihr wieder einen Daumen nach oben da lassen würdet. Danke auf jeden Fall für ein krasses Support. Checkt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab und dann sage ich euch schon immer, ciao Leute, FIFA Stars!